Gründe, warum Kreidezähne besondere Pflege benötigen. Erstens, der Zahnschmelz ist bei Kreidezähnen nicht richtig ausgebildet. Der Zahnschmelz ist aber die Schutzschicht des Zahns. Und diese ist bei Kreidezähnen entweder nicht richtig ausgebildet oder fehlt sogar zum Teil ganz. Zweitens, Kreidezähne sind kariesanfälliger. Dadurch, dass der Zahnschmelz als Schutzschicht nicht richtig ausgebildet ist, kann der Zahn auch eher durch Karies angegriffen werden. Drittens, der Zahnschmelz ist poröser. Damit können Kreidezähne leichter wegbrechen. Zum Teil schon beim ganz normalen Kauen. Viertens, Kreidezähne sind deutlich schmerzempfindlicher. Sie reagieren viel mehr auf Kälte oder auf Saures oder auf Süßes. Und darunter leiden die Betroffenen dann in der Regel ziemlich doll. Fünftens, häufig wirkt noch nicht mal die Betäubungsspritze beim Zahnarzt so, wie sie normalerweise wirkt. Das heißt, auch die Zahnarztbehandlung ist deutlich schmerzhafter für die Betroffenen. Sie bekommen also nicht nur schneller Karies, das heißt, bei Kreidezähnen muss eher mal gebohrt werden, sondern die Behandlung läuft dann auch noch schmerzhafter ab, als es normalerweise der Fall ist. Darum ist es unglaublich wichtig, Kreidezähne sehr, sehr gut zu pflegen, damit man solche Probleme nicht bekommt und damit die Betroffenen nicht so sehr darunter leiden müssen. Und wenn du oder dein Kind Kreidezähne hat und du da gerne Tipps oder Hilfe für haben möchtest, dann schreib mir gerne eine PN.